Vietnam-Kongress vom Februar 1967 hier an der Technischen Universität in Berlin organisiert wurde. Ich habe daran teilgenommen. Hier habe ich mit Rudi Dutschke viele interessante Gespräche gehabt und auf so eine gewisse Weise war das der Beginn meines Engagements an der anti-autoritären Studentenbewegung, die ja eigentlich in Deutschland früher, also mit den Anti-Schah-Demonstrationen der Mordung von Benno Ungesorg, also vor der Behinderung am 2. Juli 1967 begonnen hat und die dann also eine explosionsartige Welle nach sich zog, also in Paris im Mai 1968, und war ich im September 1967 in einem DAD-Stipendium nach Paris gekommen, um durch Forschungen über das französische 19. Jahrhundert, auch die Utopien und Fourier, vor allem auch auf der Riso Commune und auch in Chivalès zu machen, der in die Commune de Paris sehr verwickelt war. Und so wurde ich heiß vom Kopf, also nachdem ich schon die Anfänge der Studentenrevolte hier in Berlin erlebt habe, in den Studium des Pariser Mai gezogen. Der Zufall wollte es, dass ich also meine Studentenbude in einer kleinen Nebenstraße der Rue Cahusac hatte, im Quartier Latin, sodass ich dann an der berühmten Barrikadennacht vom 10. auf den 11. Mai, also wirklich Uni-Vorbereitung da mit meinen Konditoren von der Sorbonne hineingezogen wurde. Und das hat zur Folge, dass wir also bis 2, 3 Uhr nachts in der Rue Cahusac die Barrikaden verteidigten gegen die schwer bewaffneten französischen Bereitschaftspolizisten, die dann also mit Tränengas langsam diese Barrikaden eine nach der anderen sozusagen genommen haben. Wir mussten dann flüchten, um 3 Uhr nachts zu flüchten, in unserem eines der Häuser in der Rue Colicolard, also in der Nähe des Pariser Pantheon. Und da blieben wir also eingehüllt von einer riesigen Tränengaswolke bis etwa 6, 7 Uhr morgens. Und als wir dann immer fürchten, dass die Polizei, dass die CRS, die man CRS-SS nannte, also uns da noch rausholen würde aus den Wohnungen, in die wir uns geflüchtet hatten. Wir flüchteten uns auf das Dach eines Hauses, wenn das in meiner Autobiografie, die hier in Berlin 2011 im Verlag der Literaturgesellschaft erschienen ist, also Weben als Widerstand, ja, vom Stehlen nach Paris, Memoiren eines alten 68ers, ja, da beschreibe ich das. Aber das Buch ist leider wahrscheinlich nicht besonders beachtet worden hier in Deutschland. Es gab nur sehr wenige Kritiken und so weiter. Deswegen wollte ich es heute mal erwähnen. Also Mai 68, das bedeutet schon etwas. Ich glaube, wenn ich das nicht erlebt hätte, damals in dieser Nacht vom 10. auf den 11. Mai, ich weiß nicht, ob ich, das war so bestimmend für mein weiteres politisches, philosophisches Engagement, dass ich sagen kann, das war das entscheidende historische Ereignis, das war der Einschnitt, das Loyalist sich bevor, ich glaube, Morel sprechen ja von Labrèche, meistens vom Bild, also der entscheidende, den Bruch hier der Zivilisationsbruch gewisserweise, das heißt ein Einbruch, nicht erwartet, völlig spontan, also der auch die Grundlagen, also wenigstens 2 Monate lang dann, als sich die Arbeiter spontan den Protesten der Studenten anschlossen, also Grundfesten der bürgerlichen kapitalistischen französischen Gesellschaft zumindest 2 Monate lang erheblich erschüttert haben. Und das hat mich nun so geprägt, dass ich gewisserweise mein ganzes späteres Leben irgendwie sehr stark immer wieder von dieser Bewegung, von diesen Ereignissen, diesen Ereignissen im Quartier Latin Paris bestimmt war. Denn es steht ja völlig außer Zweifel, dass Pariser Mai 68 die letzte große kollektive libertäre Emanzipationsbewegung in Europa in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts war. Und wie Edgar Morin und Castoriadis sehr richtig in ihrem Buch schreiben, also wenn Route diese, wenn man es politisch analysiert, diese Bewegung, diese libertäre Emanzipationsbewegung wurde auf 2 politisch-ideologischen Sockeln. Zum ersten
der libertär-anarchistischen Tradition, der Bewegung des 22. März mit Daniel Cohn-Bendit an der Spitze, das heißt als Inkarnation dieser libertären Revolte, und dann den radikalen marxistisch orientierten Gruppierungen trotzkistischer oder maoistischer Tendenz. Die gehörten auch zum Beispiel. Die waren alle auf der Straße, die waren alle auf den Barrikaden. Die haben beide dort also so Pflastersteine ausgegraben und auf den Polizisten geworfen. So. Die haben das gemacht. Diese beiden waren aber wirklich politisch und ideologisch völlig. Da gab es ganz erhebliche Differenzen, ne, zwischen den autoritären, zentralistisch, marxistisch, leninistischen orientierten Gruppen, Sozialisten, Marxisten und so weiter. Die verstanden sich politisch ja überhaupt nicht und den Libertären. Aber da einmal rechts gab es eine Konvergenz im Kampf sozusagen gegen die bürgerliche Gesellschaft und der verdammten Kampf gegen die Polizei, nicht den Polizeistaat. Und alle trugen trotz ihrer großen ideologischen Differenzen, so hatten sie, dass diese Vision einer der Notwendigkeit, also der einer totalen Umstülpung dieser Gesellschaft. Das trug den Mai 1968 200 Monate lang. Das also wirkte und funktionierte durch das Zusammenwirken des gemeinsamen oppositionellen antisystemischen Opposition, also unter der roten und der schwarzen Flagge der Anarchie, der roten Fahne der Arbeiterbewegung. Das war der Mai 68. Ja? Und das ist jetzt ideologisch, politisch, wurde diese Bewegung, diese einmalige Emanzipationsbewegung des 20. Jahrhunderts, unterstützt von großen Philosophen. Jean-Paul Sartre, Herbert Marcuse und Ernst Bloch. Und natürlich also auch Edgar Morin und Cornelius Castoriadis. Von all diesen Philosophen möchte ich nun über etwas sagen, über Emanzipation, Hoffnung und Utopie bei Ernst Bloch, bevor ich dann im zweiten Teil zu sprechen komme auf den meinen jetzt ja verstorbenen, plötzlich verstorbenen Kollegen und Freund, französischen Freund André Tourzel, der es genau vor einem Jahr, also durch einen Herzinfarkt im Alter von 75 Jahren in Nizza plötzlich verstorben ist, der nicht, der nicht zu direkt, also zu dieser Weihbewegung, das gehört als Intellektueller, der aber sehr stark von Gramsci beeinflusst ist und der eine Praxisphilosophie schließlich ebenfalls als Praxisphilosoph sehr, sehr wichtig ist. Insofern auch, als er in seinen letzten Jahren auch Ernst Bloch entdeckt hat. Er war unter anderem die Einleitung zu meiner Ernst Bloch Biografie geschrieben, die hier im Jahr 2004 im Philo Verlag Berlin erschienen ist. Die in der deutschen Ausgabe leider wurde dieses schöne Vorwort von ihm über Ernst Bloch weggelassen, wegen meinem Bild, das war die Schande des Verlegers. Aber gut, Hoffnung, Emanzipation ist ein ganz entscheidendes Begriff für die Praxisphilosophie von André Tourzel, ist ein ganz entscheidender Begriff auch für die utopische Hoffnungsphilosophie von Ernst Bloch. Und ich komme also zum Ersten, die Originalität von Ernst Blochs philosophischen Ansatz, die besteht ja darin, dass er eine Metaphysik der Hoffnung, in der auch noch manche religiöse Motive mitschwingen, mit einer materialistisch-marxistischen Kritik, auf der Kritik der politischen Ökonomie beruhende Praxisphilosophie verbindet, deren Ziel die Veränderung der Welt zum Besseren ist. Es handelt sich um eine Philosophie der utopischen Hoffnung, die an der marxischen Kritik der Feuerbach-Thesen anknüpft und die diese Praxisphilosophie ergänzt durch den Rekurs auf die Kategorie Wirklichkeit, eine Theorie des antizipierenden Bewusstseins und der Konkretisierung utopischer Wunschbilder für Bewusstsein mit dem Ziel der Konkretisierung des utopischen Vorschreins.
Diese Praxisphilosophie schießt also weit über die von Marx entworfene Theorie der sozialen Emanzipation von kapitalistischer Ausbeutung und Entfremdung hinaus und sie unterscheidet sich auch von der Praxisphilosophie von Labriola und Gramsci dadurch, dass sie die von Marx kritisierten Utopien weitestgehend rehabilitiert. Zumindest die libertären Utopien, natürlich nicht die autoritären. Und eine neue marxistisch-utopische Praxisphilosophie entwirft, die auf eine Ontologie des Noch-Nicht-Seins und eine Theorie des Herausprozessierens immanenter utopischer Potenzialitäten im Seienden gegründet ist, die sich radikal von der heideggerschen oder der sartrischen phänomenologischen Existenzialontologie unterscheidet. Dabei stellt Ernst Bloch ganz radikal im Prinzip Hoffnung den Begriff der aktiven Hoffnung und der messianischen Erwartung gegen die zentralen Begriffe von Angst und Sorge in Heideggers phänomenologischer Ontologie. Er nannte Heidegger ja dessen politische Verstrickung in den Nationalsozialismus 1933, die er sehr scharf kritisierte, immer ironisch den Professor Angst und Sorge. Er ist dem Freiburger Philosophen übrigens in den 15 Jahren seines Aufenthalts in Tübingen auch nur ein einziges Mal persönlich begegnet. 1962 dabei wurde überhaupt nicht über Politik gesprochen, sondern nur über Poesie. Und das sagt nun alles. Also es gab keinerlei Vertrag oder Empathie irgendwie zwischen Heidegger und Ernst Bloch. Heidegger war ja total gegen den Nazis. Der zweite Band des Prinzips Hoffnung enthält einen Abriss der Sozialutopien, in der alle utopischen Gesellschaftsutopien und Staatsromane von Platons idealem Staat über Thomas Moros Utopia und die Utopien der französischen Frühsozialisten Saint-Simon, Fourier bis zu etwas Huxley, Brave New World analysiert werden. Und zwar mit dem Aspekt einer prinzipiellen Unterscheidung von zwei verschiedenen Typen und Klassen von Utopien. Einmal den Utopien der Ordnung und den libertären Utopien. Und ein besonderes Augenmerk schenkt Bloch dann auch auf den kulturellen Schöpfung aus dem Geist der Utopie, also den von Aventur, also auch herausgestellten Geist der Utopie. Das ist in allererster Linie meines Erachtens nicht in der 18. Revolution. Das bezieht sich direkt auf den Geist der Utopie von Hans Bloch aus dem Jahr 1918. Also der Geist der Utopie aus der Geschichte der kulturellen Schöpfung, aus dem Geist der Utopie, der Geschichte der Architektur, der Malerei, der Literatur und vor allem, das ist ganz wichtig für Hans Bloch, der Musik, klassische Musik, seine Philosophie der Musik, den Geist der Utopie, seinem allerersten Buch von 1918, ist diesbezüglich eben ein literarisch-philosophisch musikwissenschaftliches Ereignis, ich würde fast sagen, Gesamtkunstwerk, das auch Adorno gewürdigt hat, trotz dessen prinzipiellen Vorbehalten gegen den romantisierenden Subjektivismus und Expressionismus in Blochs Ansatz, der sich ja stark von dem atomischen Ansatz einer materialistischen Soziologie der Musik mit ihrem Rekurs auf die Musik der Avantgarde, Arnold Schönberg, Alban Berg und so weiter unterscheidet. Also Bloch definiert hier nämlich explizit im Gegensatz zu Adorno die Sprache der Musik als den adäquatesten Ausdruck des utopischen Vorscheins und eines humanen, utopischen, subjektiven Willens, des genialen Schöpfungen, wie zum Beispiel die 9. Sinfonie von Ludwig van Beethoven hervorgebracht haben, nicht nur dies. Also die Kultur ist nämlich für Bloch und ist unterstrich ja bereits der französische Philosoph Emmanuel Levinas, einer seiner ersten Leser in Frankreich. Die Kultur ist für den Stoff der Hoffnung. Stoff eines Andersseins in Utopie und zugleich Ausdruck eines unverzichtbaren utopischen Willens zur Humanität und zur Emanzipation der Menschheit, ihrer sowohl individuellen wie auch kollektiven Emanzipation. Und was nun Blochs messianischen auf der Grundlage einer Ontologie des Noch-Nicht-Seins utopisch konkret erneuernden Marxismus, der von allen anderen Tendenzen des Neomarxismus im 20. Jahrhundert unterscheidet,
Das ist unter anderem ja die Bedeutung der Latenz-Tendenz-Dialektik im Realprozess des Werdenden sowie die definitive Verabschiedung eines statischen Seinsbegriffs, mit dem die wirkliche Dimension der Hoffnung erst aufgeht. Also Latenz-Tendenz-Dialektik heißt in Gnostik folglich die Anlage, die Tendenz auf etwas, den Weltprozess, auf das intendierte Etwas in der Perspektive der Erfüllung des Intendierenden mit dem hoffnungsvollen Blick auf eine uns adäquatere Welt ohne unwürdige Schmerze, Angst, Selbstentfremdung, nichts ohne Ausbeutung und Herr-Knecht-Verhältnis. Also es geht vor allem darum, in dem Sein bereits immanent vorhandenen utopischen oder proto-utopischen Potenzen freizusetzen und in produktiver Verschränkung mit der Kategorie Möglichkeit und den Wunschbildern des antizipierenden Bewusstseins zu realisieren. Also es bleibt, es muss festgehalten werden, ich kann das jetzt nicht mehr aus Zeitgründen, ne? Dass Bloch also auch nach seinem spektakulären Weggang aus der DDR im Jahre 1961, also kurz vor dem Bau der Berliner Mauer, bis zuletzt unerschütterlich an seiner philosophisch-politischen Grundüberzeugung festgehalten hat, dass der Sozialismus als theoretische Praxis eines demokratisch erneuerten und entdogmatisierten Marxismus nur als die humane Praxis der konkreten Utopie verwirklicht werden könne. Sonst nämlich sah er gar keinen Sozialismus, sondern lediglich zentralistische Planwirtschaft in einem von Parteidemokraten regierten totalitären politischen Überwachungssystem. Also Bloch wollte den Sozialismus aus der Zwangsjacke der von den Apparatschiks geleiteten zentralisierten Plan- und Kommandowirtschaft befreien und stattdessen in Anlehnung an Rosa Luxemburg einen Sozialismus als Moral in seinem Buch Naturrecht und menschliche Würde rekonstruiert Bloch gewissermaßen die Geheimgeschichte des aufrechten Gangs als die lange Geschichte der Emanzipation des Menschen aus unwürdigen Knechtschafts- und Unterdrückungsverhältnissen, unterstreichend, dass das so durchaus auch so etwas wie ein sozialistisches Erbe am progressiven Naturrecht gibt, das im Marxismus weiterwirkte und dessen sich der Marxismus im 20. Jahrhundert wieder bewusst werden sollte. Also sehr kühn schlägt er dann den Bogen vom Spartakusaufstand der Antike bis zur Philosophie des aufrechten Gangs in der Frühaufklärung bei Grotius und Basius und so weiter, dort zum souveränen freiheitlichen Subjekt von Rousseau zur Erklärung der Menschenrechte der Französischen Revolution, von dort bis zur Marx-Theorie von der Emanzipation des Proletariats aus den kapitalistischen Produktionsverhältnissen und in der daraus resultierenden Notwendigkeit einer sozialen Revolution, dann bis zu seiner eigenen kritischen Philosophie eines Marxismus der konkreten Utopie, im Prinzip Hoffnung. Ja, da möchte ich noch einen Satz zitieren, also alles an den Hoffnungsbildern nicht illusionäre, real mögliche, heißt es dazu im Vorwort zum ersten Band des Prinzips Hoffnung, geht zu Marx, arbeitet wie immer jeweils variiert in der sozialistischen Weltveränderung. Die Baukunst der Hoffnung wird dadurch wirklich eine an den Menschen, die sie bisher nur als Traum und Hohn, auch als so hohe Vorschlag sah, und eine andere an der neuen Erde. Die Träume vom besseren Leben, so der ursprüngliche Titel des im US-Exil geschriebenen Prinzips Hoffnung, in ihnen war immer schon eine Glückswährung erfragt, die es der Marxismus eröffnen kann. Und es gibt auch pädagogisch inhaltlich, so schließt Volker Bloch, einen neuen Zugang zu schöpferischem Marxismus und von neuen Prämissen her, subjektiver und objektiver Art. Zitat Ende. Natürlich wurde die Hoffnung, die Bloch mit seinem geradezu sprichwörtlichen, militanten Optimismus
nach seiner Rückkehr nach Europa im Jahre 1949 und dem Antritt seiner Professur in Leipzig im selben Jahr in diesem schöpferischen Marxismus gesetzt hatte, schwer enttäuscht. Denn er musste nur allzu bald erkennen, dass das, was in der Sowjetunion und in der DDR als Marxismus in Gestalt des dogmatisch kanonisierten Marxismus, Leninismus, Stalinismus gehandelt wurde, alles andere war als die schöpferische Praktizierung der Lehre von Marx und Engels. Dies war ja eben noch in einem seiner Interviews aus den 1960er Jahren unterstrichen. Nichts anderes als eine Schmachspur Marxismus, der mit seiner bürokratischen Hartkantigkeit so dogmatisch praktiziert wurde, dass von der humanistisch-revolutionären emanzipatorischen Kernstruktur des Diamant entsprechend der Blocklesart der Feuerbach-Thesen im Grunde genommen nichts mehr zu erkennen war. Und wenn dann, so wie geschehen, letztendlich der Sozialismus nur alles grau in grau malt und das alles dann auch noch verschlimmert wird durch die allgegenwärtige Präsenz der politischen Polizei im totalen Überwachungsstaat durch systematische Bespitzelung und Denunziation, dann wird sich eben so wie geschehen 1989 in der DDR der Sozialismus mit seiner bürokratisch-totalitären permanenten Gegenpropaganda sein eigenes Grab, das Volk, das er repräsentieren wollte und sollte, begehrte auf und schüttelte, ermuntert durch die Gorbatschow-Reformen in der Sowjetunion, diesen autoritären Staatssozialismus ab. Gewiss kann man doch vorwerfen, nicht von Anbeginn seiner Lehrtätigkeit in der DDR die demokratische Opposition gegen dieses autoritäre Regime unterstützt und zunächst so manchen faulen Kompromiss mit dem Ulbricht-Regime gemacht zu haben. Er hatte in der Tat den Nationalpreis der DDR aus den Händen von Wilhelm Pieck angenommen und eine Zeit lang, das heißt zumindest also von 1949 bis 1955, wohl ernsthaft daran geglaubt, dass die programmatische antifaschistische Ausrichtung der Politik der DDR-Führung den Aufbau einer demokratisch-sozialistischen Gesellschaft als Gegengewicht zum bürgerlich-konservativen Restaurationsprozess in Westdeutschland ermöglichen würde. Da hat er sich jedoch gewaltig getäuscht. Und spätestens ab 1955 unterstützte er in Kooperation mit der Habich-Gruppe die demokratisch-sozialistische Opposition gegen das Ulbricht-System in der DDR. Und dass er im Winter 1956 nicht ebenfalls verhaftet und zu einer hohen Gefängnisstrafe verurteilt wurde, verdankte er, ich sage nicht, dass ich jetzt mit meiner doch politische Biografie ist, einen großen Teil ja geschrieben habe, also das verlangt ja lediglich den Umstand, dass Kurt Hager, der also einen sehr großen Einfluss im Zentralkomitee der SED hatte, im Februar 1957 Walter Ulbricht ernsthaft davon abgeraten hatte, polizeiliche Verfolgungsmaßnahmen auch gegen den sogenannten Revisionisten Ernst Bloch einzuleiten. Es blieb dabei, dass man ihm also die Vorlesungen verboten hat ab Sommersemester 1957 und dass er danach dann vorzeitig in den Ruhestand geschickt wurde. So, das ist eine Regalität. Also, ich wollte nur unterschreiben, dass ein Bloch wie Hegel zutiefst davon überzeugt war, dass der Prozess der Welt a priori unabgeschlossen ist und dass im gärenden Prozess des Wirklichen die antizipatorischen, utopischen Elemente ein Bestandteil der Wirklichkeit selbst sind. Von mir ist ja der Wille zur Utopie mit objektiver Tendenz durchaus verliebbar, ja, hier beschädigt und zu Hause. Ich muss nun aus Zeitgründen, also vieles von dem, was ich noch dazu, zu dieser Blochschen Ontologie des Noch-Nicht-Seins und seiner Praxisphilosophie der konkreten Utopie sagen wollte, kürzen, also ich kann das jetzt nicht näher ausführen, kommen sofort zum zweiten Punkt, damit auch das Zeit zur Diskussion bleibt. Ja, 10 Minuten zumindest, wenn Sie das gestatten können, also über jetzt Tosell sagen, der hier wohl in Deutschland nicht sehr bekannt ist. Es gibt nämlich keine Übersetzungen von seinen Büchern, aber was Ernst Bloch mit dem stark von Gramsci beeinflussten
französischen Philosophen André Toussaint verbindet, das ist der Wille mit einer gleichzeitig gegen den Pragmatismus der Resignation und den bürokratischen Kälteschwung des Stalinismus gerichteten Doppelstrategie, den Marxismus als Praxisphilosophie der konkret werdenden Emanzipation und einer realen Alternative zur neoliberalen Ideologie des pluralisierten Kapitalismus zu erneuern und neu zu begründen. Prinzipiell unterscheidet Toussaint dabei den traditionellen, kanonisierten Emanzipationsbegriff des 18. Jahrhunderts mit der mit Condorcet, Kant, Rousseau und der Französischen Revolution den spektakulärsten geschichtlichen Durchbruch in der Moderne bewirkt hat, von denjenigen unserer Epoche, die jetzt eher so etwas ist wie ein Ersatzbegriff für die diversen Formen des Widerstands. Das heißt, etwas wie die Synthese eines verärmten, kritischen, vernunftbegründeten Emanzipationsbegriffs aus der Aufklärung mit Begriff einer rechtsetzenden politischen und sozialen Emanzipation. Das heißt, wurde durch den Diamant von Marx und Engels die soziale Emanzipation gewissermaßen zum Kern- und Zielbegriff des gesellschaftlich-politischen Befreiungskampfes des Proletariats vom kapitalistischen Produktionsmodus, so verstand Antonio Gramsci, neu belichtet und aktualisiert durch André Toussaint, die von Marx propagierte Sozialrevolution primär als einen kontinuierlich fortschreitenden Emanzipationsprozess der organisierten Arbeiterklasse, die im Bunde mit anderen fortschrittlichen Kräften wie dem Kleinbürgertum, der Bauernschaft und der fortschrittlichen Intelligenz durch die Konstituierung eines neuen historischen Blocks die hegemoniale politische und gesellschaftliche Kraft verkörpern sollte, die in der Lage wäre, die Herrschaft des Kapitals zu brechen und den von Marx vorgezeichneten radikalen gesellschaftlichen Transformations- und Emanzipationsprozess zu realisieren. Also wie Toussaint des Weiteren hervorhebt, war es unbestritten, dass das große Verdienst von Rousseau, von Robespierre, von Saint-Just, die dafür verantwortlich waren, dass unter der Französischen Revolution der Emanzipationsgedanke de facto zum politischen Programm wurde, welches das Ziel verfolgte, den Despotismus, den Absolutismus der Monarchie, den korporatistischen Privilegien des Adels und der Kirche ein Ende zu setzen. Dadurch wurde die Emanzipation zur universellen Kategorie der Menschheit. Von diesem großen historischen Moment an hat sich, wie Toussaint genuin aufzeigt, insbesondere im Zeitabschnitt von 1814 bis 1848 und von dem Jahr der Veröffentlichung des Kommunistischen Manifests bis 1871, dem Jahr der Pariser Kommune, als Kernbegriff des gesellschaftlichen Befreiungskampfes. Eine theoretische Linie, die von Marx und Engels ja über Lenin und Rosa Luxemburg direkt zu Antonio Gramsci führt, zielt, hat Toussaint nahezu sein gesamtes Lebenswerk als Theoretiker und Philosoph der Arbeiterbewegung sowie als organischer Intellektueller im Sinne Gramscis in den Dienst der undogmatischen Aktualisierung der Marxischen Theorie der Emanzipation des Proletariats gestellt. Also ein Unterfangen, das er mit Rosa Luxemburg, Georg Lukács, Ernst Bloch und Henri Lefebvre teilte, sondern eine Verschmelzung, eine Fusion des Diamant in seiner marxistischen Praxisphilosophie mit der eschatologisch-utopischen Hoffnungsphilosophie eines Ernst Bloch jedoch ausschließt. Wie Gramsci unterstreicht, dass er die Grundtendenz der Begründung des historischen und dialektischen Materialismus die soziale Frage ganz und gar in den Erwartungshorizont der unvermeidlich kommenden sozialen Revolution zu stellen, die den radikalen ökonomisch-sozialen und kulturellen Umbau der bestehenden Gesellschaft und der bestehenden Verhältnisse im Kontext der Widersprüche des kapitalistischen Systems Lichtendung anstrebt, jenseits aller subjektiven utopischen Wunschprojektionen. Diese soziale Revolution zu sein, aber nur als kontinuierlich fortschreitender Emanzipationsprozess des Proletariats, das heißt der organisierten Arbeiterklasse möglich, eben wie im Bunde mit den anderen fortschrittlichen Kräften, also diesen historischen Block bildet und damit diesen radikalen gesellschaftlichen Transformationsprozess voranbringt. Also Gramsci spricht dann im Zusammenhang mit seinen Schriften aus dem Gefängnis
den Quaderni, den Quartschere von einer intellektuellen, geistigen und moralischen Reform. Der Begriff ersetzt das mit dem Marxischen Begriff der sozialen Revolution, also mit dem erklärenden Ziel dieser auf friedlichen Wege erfolgenden Umwälzung im Rahmen des Konzepts, also des vom Proletariat zu realisierenden neuen historischen Blocks. Und der Gestalt verstrahlt gewissermaßen die Gestalt von Antonio Gramsci in Präsenz kritisch-materialistischer Praxisphilosophie, Marx, Lenin, Trotzki, Rosa Luxemburg und auch Bloch, den er trotzdem, und zwar in der Einleitung zu einer Ernst-Bloch-Biografie, gewürdigt hat, als einen heretischen Denker, der den Mut hatte, das produktive, kritische, marxistische Denken in einem bürokratisch-totalitären Umfeld zu verteidigen und voranzutreiben in seinem Kampf gegen den Spartum-Marxismus des DDR-Systems. Daraus nur einen Satz zitieren, dann sind wir also, kommen gleich zum Schluss, ja, keine Angst. Also mit Philipp Bloch nehmen wir Teil an der Genese und der symphonischen Entfaltung eines Denkens, also sehr schöner Ausdruck, das noch nicht angekommene Novum sowie die reale Möglichkeit, die schlummernde Tendenz zum Besseren, die erweiterte Materialität des Menschen antizipiert und dass das Erbe eines theoretischen und praktischen Überschusses angetreten hat, der in religiösen Ketzerbewegungen zum Ausdruck gekommen war, sowie im modernen Naturrecht, diesem revolutionären Helden der Menschenwürde. Nun möchte ich noch ganz Schluss, als Schlussbemerkung jetzt noch anmerken, also wichtig für uns ist natürlich auch in Bezug auf Gramsci als der als Journalist des sozialistischen Avanti, also die Fabrikräte, die Konzilien, die Fabriker in Turin als den perfektesten Ausdruck der direkten, authentischen Demokratie gefeiert hat. Also denn ihn erblickte ja keine Zelle der neuen sozialistischen Ordnung, Ordine Nuovo, von denen er hoffte, dass sie sich von Turin aus, wo diese Fabrikräte in den Fiat-Werken von April bis Dezember 1920 an der Macht war, auf ganz Italien ausdehnen würde. Und diese Hoffnung wurde dann leider schwer enttäuscht. Diese Konzilien, die Fabriker, blieben isoliert. Die Spaltung der italienischen Arbeiterbewegung hat dann begünstigt dann auch noch den Gegenschlag der bürgerlich-konservativen des Faschismus. Und nachdem Mussolini 1924 mit seinem Marsch auf Rom an die Macht gekommen war, wurde Gramsci im November 1926 in Rom verhaftet. Aber das ist noch wichtiger, der nächste Teil. In seinem Brief kurz vorher vor dieser Verhaftung hat Gramsci einen Brief an den Generalsekretär der Kommunistischen Partei der Sowjetunion geschrieben, am 14. Oktober 1926, den Togliatti an Stalin weiterreichen sollte, was dieser jedoch nicht tat. Diesen Brief hat Gramsci eindringlich vor den Gefahren der Demokratisierung der kommunistischen Parteien und der Errichtung einer bürokratisch-totalitären Diktatur der Apparatschiks gewarnt. Und er verstarb 1937, also 46-jährig, nach einer Kerkerhaft von 11 Jahren, in dem er jene Briefe aus dem Gefängnis verfasste, die nach ihrer posthumen Veröffentlichung zum theoretischen Grundpfeiler des italienischen Marxismus in der Nachkriegsperiode werden sollte. Das also nur zur Anmerkung. Also, ich würde sagen, ich erwähne dies, weil im Grunde diese Rezeption, die Bemerkungen von Tozell, die von Gramsci inspiriert sind, zu Werke, zur Bedeutung des philosophischen Werks von Ernst Bloch, steht unter dem Zeichen einer wirklich originellen Neubelebung des Versuchs, einer Neubelebung des Marxismus unter dem Zeichen des utopischen Vorscheins, des antizipierenden Bewusstseins, des Novums, der konkreten Utopie. Das ist eine der interessantesten und letztendlich auch gerechtesten Interpretationen des Blochschen Denkens in Frankreich, einem Land, das in diesem Jahr, bei dem 50. Jahrestag der Pariser Weihnachtsrunde, begeht, und zwar in einem innenpolitischen, ich das so sage, im innenpolitischen Kontext, der gekennzeichnet ist von einer schweren sozialen Krise, vom Widerstand der Studentenbewegung, im Widerstand gegen den Numerus Clausus an den Universitäten, vom schon 2 Monate andauernden Streit der Eisenbahner gegen die neoliberalen Reformpläne von Macron, vom Widerstand der radikalen Elemente der Ökologiebewegung in Notre-Dame-de-Lande
und von einer zunehmenden Unzufriedenheit der Bevölkerung, von der Arbeiterbevölkerung, vor allem auch der Rentner mit der Politik des Sozialabbaus von Emmanuel Macron, also ein Kontext, in dem zumindest bei einer radikalen Minderheit, bei einer Minderheit in der französischen Gesellschaft von heute, also Widerstand gegen die Globalisierung und die liberale Regierung des Zentrums, also von Macron, die Losungen und Postulate eines utopisch konkreten Denkens nach vorwärts. So wie Ernst Bloch es intendierte, eventuell ja noch auf einen fruchtbaren Boden fallen könnte.